Also, wir werden hier noch durchfighten. Dann Blumen, oh, Knoblauch, oh, Schattenjäger. Den werden wir in meine Falle Maximal locken. Luftzusammensetzung. Analyse mit 8 und... Hat er daneben geschossen? Ja, der Necronik. Ich hoffe. Wow, was war das gerade? Oh ne, das Viech sollte mich verfolgen, damit ich sie in die Falle reinlocken kann. Okay, dann halt nicht. Dann macht Crony halt den Tank hier. Naja, so viel Leben hat das Teil eh nicht. Ist. Hätte ich mir mehr erwartet vom Nachtschattenjäger. Okay, er ist ja schon tot. Weak. Analyse mit 98%iger Genauigkeit beendet. Formuliere Antwort. Minen. Unter Annahme, dass diese Strukturen luftdicht waren, deutet die vorhandene Luftzusammensetzung und ihr erhöhter CO2-Gehalt darauf hin, dass diese Strukturen dazu benutzt werden könnten, um Pflanzen einem beschleunigten, alljährlichen Wachstumsprozess zu unterziehen. Antwort ab. Er hat uns gerade die Frage beantwortet, warum die Menschen so welche Strukturen gebaut haben. Komm schon, Spinne. Ab, nein, Crony tankt wieder für uns. Interessante Moves. Spinne tanzt. Stirbt. Hast du das Metallgeräusch gehört? Antwort abgeschlossen. Danke, Crony. Interessant. Geschlafen. Jack's müde. Wenn er schon kein Fass zerstören darf. Weil Crony alles blockt. Mit seiner fetten Stirn. Wird geschlafen und dann weitergefightet. Froh, dass ich nicht One-Shots bin durch. Ich muss weitermachen. Tue ich das, was ich am besten kann, dann helfe ich meinem Sohn am meisten. Oh, wir haben einen Sohn. Stimmt ja. Wo war ich? Wo war ich, Jax? Du hast mich unterbrochen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden jemals. Okay. Na, warum nicht? Wir probieren es halt. Meine Flugkünste sind zwar nicht das Beste, aber dafür kann ich Pull-Ups machen. Mit Pull-Ups schaffen wir das. Alle macht den Pull-Ups-Checks. Okay. Das Fliegen ja ein bisschen leichter ist in diesem Spiel. Jetzt sterbe ich. Jetzt habe ich es verschrien. Bauchfleck! Bauchfleck! Oh. Er macht einfach mal einen Bauchfleck. Hier drinnen rumklitschen? Gar nicht. Oh, warte, ich kann mich bei diesen Dingern festhalten. Gut zu wissen. Bei meinen Fliegen passt das nicht. Deswegen fliegt er so eigen. Er kann nicht geradeaus fliegen. Oh, Flag! Ah. Ah. Schon halt dich fest, doch. Oh, Mist. Oh, Fleck! Oh. Oh. Es ist nicht wert. Es ist es nicht wert. Oh. Nur ein paar Tote habe ich mir geholt. Das ist alles.
Sagt mir, wenn ihr eine Ratte seht. Schlafsack, keine Ratte. Gute Loot gibt es hier anscheinend auch nicht. Ja. Ich habe Gerissenheit. Nein, Geschicklichkeit habe ich abgegradet. Und ich bin jetzt schon knapp unter 70. Das heißt, für 10 Attritionspunkte gibt es gerade mal 2 Steigerungen. Also du brauchst 5 Punkte, damit du weiterkommst. Das sind doch Menschen. Großer Fehler. Wirklich? Können wir das nicht friedlich klären? Anscheinend können wir das nicht friedlich klären. Stelle ich mich mal durch bei euch. Wollte schon sagen, kommen die gar nicht fighten? Oh, das sind doch kleine Banditen. Das sind doch keine Challenge mehr. Bevor sie mich umbringen und one-shotten. Mein Kopf. Hast du einen Namen? Nee. Boom! Die Infektion. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Jetzt lernen wir dich kennen. Will ich nicht mehr, du bist schon tot. Au. Okay. Nein, keine Shotgun-Schüsse hier für dich. Geblockt. Ich habe meine Ratten schon alle umgebracht, wie es ausschaut. Oh, kleine Banditen. Wenn da kein Totenkopf drin ist, ist der Fight doch schon richtig langweilig. Oh, ich sehe einen fetten Trank. Geschicklichkeit. Ah, oh, Eisenhaut. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber die violetten Tränke sind ja Fertigkeitstränke. Dass die Skills besser werden. Ja, ich stehle das Rattenfleisch. Jetzt gibt's auf die Fresse. Wirklich? Glaubst du das? Ich loote da mal einen Knoblauch. Er hat sich anders überlegt. Hm. Gehen wir mal fragen. Oh, du hast den Nullziel. Du bist nicht. Du bist kein Legolas. Alles besser mit der Nahkampfwaffe. Oh, wie süß. Er hat's probiert. Was ist das? Stachelkeule. Ich weiß nicht, warum das als Stehlen zählt. Vielleicht sind da später mal andere Leute drin. Oder das gehört einfach zum Fort dazu. Da, Geschicklichkeit. Wo ist der Trank? Was macht der? Constitution, da habe ich noch gar nichts gemacht. Und mein erster Constitution-Punkt. Constitution. Kannst dich duschen. Auf Deutsch übersetzt. Constitution. 20 Pfeile. Sehr schön. Wow, beruhig dich, Jax. Ganz cool. Sollen wir Besens noch looten? Oh Gott. Selbst den Elex schon. Ah, Zeit, dass ich auch K-Pop-Musik anfange zu machen. Wahrscheinlich muss ich da eine andere Sprache kennen, aber... Ah, ist ja egal. Wer denkt denn schon so weit voraus? Ich nicht. Nein, nein. Oh, das ist fett hier. Was bist du denn Schönes? Wir können die da... Oh, Ratte! Ratte! Ratte-Freistoß! Ratte-Freistoß! Sehr schön. Ich weiß nicht, wo sie hingeflogen ist. Ah, ist was wert. Oh, wo ist das fette Teil da?
fette Fight. Passt. Scheiße, ist nicht der fette Boss. Da, Triple Duff. Der schaut echt Triple Duff aus. Ich muss Abstand halten, damit ich einen Granatwerfer einsetzen kann. So, das war's mit dem. Das hat Schaden gemacht. Schauen wir mal, ob wir was Explosives noch finden hier. Das mit der Arbeit ein bisschen erleichtert. Schaut nichts aus. Nur Scheusals. Wo ist das Ding? Ich bin ziemlich sicher, das one-shottet mich. Lad nach. Chucks, die Bestie. Okay, wie schaut das Ding aus da oben? Es glitscht. Wow, wir sind hier für die nächsten 5 Minuten. Ja, das wird ausgenutzt. Oh, zurückgelehnt. Oh, ihr habt ja nichts Besseres zu tun. Sonst könnt ihr wahrscheinlich 5 Minuten skippen hier. Oh. Was für ein Bosskampf. Ein Outriders-Fähigkeiten übertragen sich in das Spiel Elex. Gegner klitschen, das kann ich gut. Ich und Crony, den zerlegen wir aus der Distanz. Wie heißt der? Schlurfbremder. Schlurfender. Schlurfender. Oh. Diese Fähigkeit werde ich in meinem Fallout wenn man Death Run in Englisch dann auch noch brauchen, dass ich die Gegner so ausklitsche. Dann mal 5 Minuten da so rumkämpfen. Augen zu. Kann das ja mit Augen zu machen. Seht ihr das? Augen zu. Easy, easy. Die Entspannung. Das ist der Bossfight ever. Unmöglich normal. Aber nur Chucks kann das. Taktik ist. Taktisches Genie, haben sie gesagt. Das ist Commander Chucks. Die Bestie. Oh, gute Arbeit, Team. Get ready for the next round. Oh, war ja nicht mal fair. Oh, hatte keine Chance, Dame. Das taktische Genie von Jax einfach zu groß. Was Interessantes hier. Ich habe mich gelootet. Hier was drinnen? Nein. Wo ist die Loot? Schrott. Doch nur Schrott alles hier. Teleporter. Ja, oh Vogel. Da drüben wieder eine Ratte gesehen. Dem fetten Fight zerlegt mich dann der kleine Terrorvogel fast. Oh, Ratte. Ratte. Freistoß! Ratte. Ah, oh, ich habe keine Energie. Okay. Wo schießen wir die Ratte hin? Nirgends. Schwacher Rattenfreistoß. Ist noch ein Bett?
wo ich mir den nächsten Rattenfreistoß gönne. Ja, da wird geschlafen. Am nächsten Tag kommt der nächste Rattenfreistoß. Ah. Weiß ich auch nicht. Ich auch nicht, Sharks. Wo ist die letzte Ratte? Da ist sie. Das Geländer wird hier drüber geschossen. Rattenfreistoß! Ah, Mist. Mist! Nichts. Nicht gut genug. Rattenfreistoß! Wird nicht besser. Ich esse mal einen Riegel. Da habe ich mir verdient. Da war noch eine Ratte. Ich habe sie gesehen. Einen guten Rattenfreistoß muss ich da schon rausholen. Da bist du. Rattenfreistoß! Da, Mist. Mist. Nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug für Rattenfreistöße. Zeit zerlege ich auch alles, was ein Puls hat. Ah, oh, Wüstenteufel setzt Glut ein. Nicht sehr effektiv. Obwohl Crony und ich beide Stahltypen sind. Falls ihr es noch nicht rausgefunden habt, natürlich bin ich ein Stahltyp-Pokémon. Zinn, was bist du? Triple Door. Kenne ich zwar nicht das Ding, aber machen wir mal bei Kernschaft. Nachtoger. Der hat doch sicher Angst im Sonnenlicht. Oh! er hat nicht Angst vom Sonnenlicht. Wow, da hat es mich weit nach hinten geschossen. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Wie ist denn der darauf gekommen? Das ist interessant. Schön auf Crony gehen. Okay. Okay, passt. Nachtoger auch ausgeschalten. Jetzt wird der Fimmer schlafen. Oh, und jetzt fliegt das so schwach. Rattenfleisch. Rattenfleisch. Wichtig. Was haben wir hier sonst noch Interessantes? Nicht so schlechte Fights bis jetzt, nicht so schlecht. Totenköpfe. Schaut nach einer kleinen Arena aus. Oh Menschen, seid ihr Freund oder Feind? Du entkommst mir nicht. Freund. Du verdammter Lump. Ja, das bin ich anscheinend. Der hat Craig, Crazy Craig. Oh, ausweichen. Oh, gibt's denn da einen Crazy Craig draußen? Ist der wie Crazy Red? Bist du ein Nachfolger von Red? Shotgun Duell. Können wir machen. Hallo Mädel, netter Superkick. Wo ist Lucy? Nette Moves. Jetzt ist wegrennen sollen, nachdem ich Crazy Craig getötet habe. Das ist keine Chance mehr. Fleischleuder. Warte mal. Ist das eine eigene Shotgun? Beschädigte Bleischleuder
Oh. Eine Schrotflinten-Upgrades. Da. Ich bin nicht gut genug. Mist! Eine Stärke-Stufe. In eine Stärke-Stufe zu schwach. Gott damit! Oh. Einmal Stärke noch. Dann können wir Blei schleudern. Na schön. Wir werden dann sehen. Dann gehe ich halt weiter. Und eure Lieben. Nein. Nein, Herbert. Schlechter Zeit. Schlechter Zeit. Riggs Tagebuch bringt einen Code drin. Bin safe? Nein. Ich hab deinen Pokal geklaut, Craig. Ah, da ist noch wer. Oh, ich bin gerade rumgeklitscht. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich gehe wieder ins Bett. Falsches Bett. Lass da aufschließen. Schick. Oh. Hm. Das ist fast wert zu durchtauschen. Das ist schon noch Fallen aus. Besenfallen. Besser schlafen gehen, bevor die mich killen. Das wäre nicht cool. Wenn mich irgendwelche Besenfallen killen. Mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Hm. Okay. Okay. Sense. Ich meine, der Sensenmann war auf jeden Fall da. Das bin ich. Oh, ich glaube, ich habe noch gar nichts mit Bier gemacht. Nur mit Klopapier. Oh, da ist wieder wer. Jetzt wird abgerechnet. Wird das? Oh, oh, ich glaube nicht, dass du abrechnen kannst mit mir. Er blockt ziemlich gut. Er blockt nichts mehr. Das Ding. Wir looten uns diese Episode durch das ganze Bollwerk hier durch. Brrr. Hundert Elixid. Ist ja gar nicht schlecht. Blumentopf. Das brauchen wir sicher. Das wirst du bereuen. Nein, werde ich nicht. Oh, ich weiß nicht, warum das wirklich stehlen sein sollte hier. Der Besteck stehle ich. Das tödliche Messer. Oder das Handgranaten. Habe ich auch schon länger nicht mehr benutzt. Hier geht's hier voll ab. Brrr. Bellassel ist keine Ratte. Bellassel darf leben. Ein Burger. Oh, schaut doch geil aus alles hier. Oh, den kann ich nicht looten. Obwohl der an sich selber schon die beste Loot ist, die man bekommen kann. Okay, weiter. Dabei. Schauen, ob wir noch einen Baratten-Gegner finden. Dann gehe ich mir später mal anschauen, ob ich
Was bringt mir erfahrener Jäger eigentlich? Ich weiß, ob besser zuschatten kann. Okay, wir sind ja schon ziemlich durch diese Zone. Ein paar Minen habe ich noch übersehen, wo ich noch drüber laufen könnte. Und eine Dome-Kuppel noch. Da ist wieder was gespawnt. Und wieder eine Schnecke hinten gespawnt. Schnecke, muss ich aufpassen. Schnecke? Spinne? Ist ja das Gleiche. Doch jeder Angst von Spinnen und Schnecken. Was war denn das für eine Rolle? Besser wegmachen einfach. Erfahrener Jäger könnte mehr Erfahrung geben für Bestientode. Ich spiele das Spiel schon so lange und so viel gespielt, dass ich eigentlich am besten wissen müsste, was Sachen machen. Was machen Sachen? Wir haben meistens, wenn ich in der Nähe bin. So wie Ratten. Ratten sterben. Okay, letzte Zone hier. Dann geben wir Outlaw-Missionen ab. Dann können wir schon Richtung Joining Factions machen. Ein paar Gefährtenmissionen werden wahrscheinlich noch dazu kommen. Dann werden wir ein Alp. Ich dachte, dass ich da einfach vorbeirennen kann. Da. Komm schon, hoch mit dir. Oh boy. Nehmen wir uns zuerst den Wüstelteufel an. Ab, Oger kommt. Oh, der Oger war nicht mal notwendig. Ah, Mist. Wie weit sind wir schon in der Folge drin? Wir machen hier eine Pause.